das zu Hause bei dir in Koblenz. Und wir wollen ja heute auch mal wieder eine Frage beantworten, die ihr uns ja auch schickt, immer an podcast@thomas-anders.com. Da freue ich mich mir besonders drauf. Auf so, die was, Fragen, ja, weil du nie weißt, was jetzt kommt. Ja, ne? Weil die Fans sich immer was einfallen lassen. Ja, wir haben heute sogar, ich glaube, es ist ein Italiener, heißt Francisco, oder ist es ein Spanier? Francisco, gerade ist wahrscheinlich Spanier, eher Francisco. Oh, caramba. Aus Mannheim, aus Modem. Mannheim. Und Francisco schreibt, ich bin großer Thomas-Anders-Fan. Gut, das kennst du ja schon, das schreiben ja die meisten. Das lasse ich jetzt mal kurz weg. Den Podcast. Nein, ich höre das gerne. Bitte lies alles, was da steht. Den Podcast finde ich einfach nur genial, ehrlich, nah, lustig, fiebere immer der neuen Folge entgegen. Jetzt zu meiner Frage. Ich denke, 2024 steht das 40-jährige Modern Talking Jubiläum an. Ist da was geplant vom Label? Gibt es da vielleicht noch so eine Best-of-Zusammenstellung für den Fan? Ich dachte, oder an zeitgemäße Remixe, vielleicht auch was mit anderen Künstlern. Ja, ich denke mir, das wäre grandios. Wie sieht's aus? Vielen Dank, Francisco, dass du denkst, das wäre grandios. Es ist garantiert irgendwas geplant. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich kommt auch die 780. Best-of von Modern Talking. Nur in einer anderen Reihenfolge. Ich habe keine Ahnung. Aber trotzdem 40 Jahre, das ist schon... Also nach 40 Jahren immer noch, dass die Musik immer noch so populär ist, das finde ich großartig. Ich bin da momentan überhaupt nicht involviert, was da kommen sollte. Also es kommen mit Sicherheit keine neuen Songs. Und es kommt mit Sicherheit auch keine Reunion. Aber bis 24 ist ja noch ein bisschen. Also ein kleines Sekündchen Geduld musst du noch haben. Aber in die richtige Richtung. Von daher, du kriegst auf jeden Fall die offizielle Modern Talking Thomas Anders Podcast. Modern Talking, einfach anders. Der Podcast mit Thomas Anders. Ab jetzt online da, wo ihr am liebsten Podcasts hört. Hört doch mal rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Euer Thomas Anders.